zwanghaftes Verhalten. Römer Kapitel 7, Verse 18 bis 20. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Zwanghaftes Verhalten wird weitgehend in der modernen Psychologie als eine ernstzunehmende Krankheit definiert. Sie wird als Psychoneurose bezeichnet. Die Psychoneurosen, auch Abwehrpsychoneurosen genannt, sind psychische und somatische Symptome als Folge einer unvollständigen Verdrängung von inkompatiblen Triebimpulsen auf dem Hintergrund eines chronischen Triebkonflikts, zum Beispiel durch charakterliche Neurosen. Die Definition einer Neurose lautet folgendermaßen: krankhafte Störung der Erlebnisverarbeitung mit dem Versuch einer Kompromissbildung zwischen subjektiv nicht zu vereinbarenden Tendenzen. So gesehen ist Sünde die Grundneurose und dadurch das Grundproblem des Menschen. Denn die Sünde ist mit Gottes Wesen und Anspruch auch nicht vereinbar. Niemals. Der Apostel Paulus war aber sicherlich alles andere als ein neurotischer Pflegefall oder eine Gefahr für seine Umwelt. Er war nicht verzweifelt, sondern außerordentlich nüchtern, pragmatisch und geistlich voll auf der Höhe, als er diesen Absatz im Brief an die Gemeinde in Rom verfasste. Paulus wusste, wer er war und wer Gott war. Er blieb nicht stehen in dieser Beschreibung seines inneren Zustandes. Eine Kompromisslösung kam für ihn nicht in Frage, denn was hat das Licht mit der Finsternis gemeinsam? 2. Korinther 6, 14. Er trennte die Dinge ganz klar. Paulus war nicht religiös und versuchte erst gar nicht, seine Schuld zu relativieren oder schönzureden, irgendwie erträglicher und kleiner zu machen. Er wusste, dass er im Grunde eine gespaltene Persönlichkeit war vor Gott, ebenso wie wir. Ist Glaube dann eine Verdrängung der Tatsachen, wenn Paulus schreibt, dass nicht er das Schlechte tut, sondern die Sünde, die in ihm wohnt? Römer 7,20. Macht er es sich hier nicht zu einfach? Nein, im Gegenteil. Durch den Heiligen Geist erkennt er, dass sein irdischer, leiblicher Zustand im Gegensatz zur Heiligkeit Gottes trotz seines Glaubens an das Evangelium nur Unheiliges und Sündiges produzieren kann. Er ignoriert das nicht und nimmt es als Tatsache wahr. Gleichzeitig sieht er aber in sich den neuen Menschen, der in tiefer und inniger heiliger Gemeinschaft mit Jesus ohne Sünde existiert. Seine Schlussfolgerung: so diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Römer 7,24. Mit Gemüt ist meine Einstellung gemeint, denn ein Christ lebt nicht in Rebellion gegen Gott, nachdem ihm vergeben wurde. Im Gegenteil. Er will nicht sündigen, sondern Gott gefallen. Vers 18. Darum sollten wir geistliche Menschen werden und uns so verhalten, weil wir es nun können. Und wenn wir fallen und Fehler machen, uns daneben benehmen, dann merken wir das und sind nicht froh darüber. Aber dann können wir mit Paulus sagen: Dank sei Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf, steht in Sprüche 24, 16. Es ist tatsächlich vollbracht und das Ende der Sünde ist eine beschlossene Sache bei denjenigen, die an die Vergebung ihrer Sünden glauben, durch Gottes Sohn Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha sein perfektes, vollkommenes, sündloses Leben hingegeben hat
zur Vergebung der Sünden. Und wer an ihn glaubt, ist mitgekreuzigt und mit auferstanden. Wer es glaubt, ist selig. Halleluja, gelobt sei Gott.